Hallo zusammen, ich bin Vito und ihr bekommt jetzt wieder eine neue Dschungelstory. Ja. Ich bin zwar jetzt gerade in Schweden, aber lasst euch mal entführen nach Costa Rica. Wie ihr sicher aus meinem ersten Dschungelstory-Video wisst, war ich von 2010 bis 2012 in Costa Rica. Und dort habe ich auf den Bäumen Jagdspinnen erforscht. Wie kommt man nun auf diese Bäume? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die einfachste Version ist mit einem Kran oder mit irgendwelchen vorinstallierten Hängebrücken dahin zu gelangen und von dort aus die Baumkronen irgendwie zu erforschen. Ich für meinen Teil habe die Baumklettertechnik gewählt, weil sie viel billiger ist. Eine komplette Baumkletterausrüstung kostet ungefähr 1500 bis 2000 Euro, je nachdem. Und solche Kräne oder Hängebrücken kann kein einzelner Mensch bezahlen. Und der Nachteil ist, dass sie fest installiert sind an einem Fleck und das war's. Mit der Baumkletterausrüstung im Rucksack kannst du durch den Wald rumgehen und dir einen Baum aussuchen und auf diesem Baum, egal wo, draufklettern. Der Vorteil von diesen ganzen Hängebrücken und Kränen ist, dass du körperlich nicht besonders fit sein musst, weil diese Hängebrücken bzw. die Kräne die Arbeit ja für dich tun. Beim Baumklettern musst du aber körperlich fit sein, macht aber viel mehr Spaß. Wie geht nun also sowas vonstatten? Als erstes gehe ich durch den Wald und suche mir den Baum aus. Und das nach einigen Kriterien. Für mich muss er zuerst möglichst hoch sein, damit ich quasi die ganze Range vom Boden bis zu den äußersten Baumwipfeln quasi untersuchen kann. Des Weiteren muss ich natürlich auch mein Seil vom Boden aus auf diesem Baum installieren können. Und das kann sich unter Umständen schwierig erweisen, wenn jede Menge Vegetation quasi zwischen dem Baumwipfel und mir ist, dann kann ich erstens schlecht sehen, wohin ich schießen will oder wohin ich mein Seil installieren will. Und natürlich kann ich durch die Vegetation halt nicht gut schießen. Wenn ich nun den Baum ausgesucht habe, muss ich irgendwie auch das Kletterseil über den Baum, über den gewünschten Ast bekommen. Da gibt es auch wieder verschiedene Methoden. Baumpfleger benutzen dazu eine Big Shot, also eine riesige Schleuder mit einem Wurfbeutel und ein Seilchen da dran. Ich für meinen Teil habe einen Bogen gewählt, weil ich damit flexibler bin. Das heißt, ich kann auch auf den Baum klettern und von dort aus schießen, von einem Ast aus zu einem anderen, noch höheren Baum. Und ich habe mir selber Pfeile gebastelt, die quasi so leicht sein mussten, dass sie von dem Bogen auch wirklich geschossen werden können in eine vernünftige Höhe. Aber schwer genug, dass sie quasi, wenn sie über den Ast fliegen, auch auf der anderen Seite runterkommen, weil an diesen Pfeilen habe ich eine Angelschnur befestigt, die quasi zu mir führt und das wird so rüber geschossen. Und dann fällt es auf der anderen Seite wieder runter, sodass die Angelschnur über den gewünschten Ast verläuft. Ja. Und je nachdem, wie viele Aufsitzerpflanzen auf diesem Weg sind, entsteht mehr oder weniger Reibung an der Angelschnur und das kann unter Umständen sogar das vollkommen behindern, dass der Pfeil bis zum Boden runterkommt und ich ihn gar nicht erst erreichen kann. Meine Stahlpfeile waren ungefähr 190 Gramm. Das hat gerade ausgereicht, um den Pfeil so 20, 22 Meter hochschießen zu können. Und meistens kam er auch wieder runter. Sehr selten wurde er gebremst. Daraus ergibt sich natürlich, dass quasi wenn auf dem Baum viele Epiphyten sind, ist das einerseits super geil, weil im Prinzip da ganz viele Krabbeltiere rumlaufen können. Das ist Lebensraum für die. Und das ist aus biologischer und naturfotografischer Sicht saugeil. Aber das kann dir die Vorbereitung eines Baumes zur Hölle machen. Wenn der Pfeil nun also auf der anderen Seite runtergekommen ist und ich ihn zu fassen bekomme, dann mache ich den Pfeil ab von der Angelschnur und ich binde dann eine andere, dickere Schnur da dran und ziehe sie wieder auf die andere Seite über den Ast. An diesem Tag dauerten die Vorbereitungen insgesamt ziemlich lange und ich bin am nächsten Tag wiedergekommen, um das Ganze fertig zu kriegen. Nachdem ich diese gelbe Schnur am anderen Ende habe, kann ich erst mit dieser gelben Schnur das Kletterseil rüberziehen, das eigentliche Kletterseil, weil die erst stark genug ist. Die Angelschnur natürlich nicht. Und zweitens ist die Angelschnur so dünn, dass sie sich quasi
unter dem Gewicht des Kletterseils, wenn ich ziehen würde, irgendwo in den Baumwipfeln, irgendwo in den Epiphyten festfressen würde. Also das würde prinzipiell nicht funktionieren. Wenn ich nun das Kletterseil rübergezogen habe, befestige ich das Kletterseil an einem Ende irgendwo um einen Baumstamm, einen anderen Baumstamm oder um den Stamm desselben Baumes quasi, und das andere Ende ist locker und an dem lockeren Ende klettere ich. Nun kann also das Klettern losgehen. Wenn ich dann oben an diesem Ankerpunkt, also wo das Seil über den Ast verläuft, das nennt man Ankerpunkt, da hängt das Seil nämlich, angekommen bin, stelle ich meistens fest, dass es nicht der optimale Ast ist für die ganze Sache, die ich so vorhabe. Weil der Plan ist natürlich innerhalb des ganzen Baumes, dass ich da den möglichst hohen Ast erwische, sodass ich möglichst die gesamte Range vom Boden bis zu so weit wie möglich abdecken kann. Irgendwann sind natürlich die Äste zu dünn, um mein Gewicht zu tragen. Das heißt, ich muss erstmal in dem Baum weiter rumklettern und gucken, wo ist der optimale Ast. Der muss stark genug sein, um mich zu tragen, und möglichst weit oben natürlich. Wenn ich den optimalen Ast aus meiner Sicht gefunden habe, schmeiße ich da wieder diese Schnur drüber und lasse sie auf beiden Seiten bis zum Boden runterkommen. Und an dieser Schnur wird letztendlich das Kletterseil nochmal rübergezogen und ich teste das Ganze, wie gut das ist zum Klettern. Und wenn mir das gefällt, dann belasse ich das so. Und zwar, während dieser ganzen 2 Jahre wollte ich immer wieder dieselben Bäume einmal pro Monat beklettern. Und wenn ich diese Prozedur schießen, vorbereiten, machen und wieder noch höher klettern, bei jedem Baum neu machen würde, das würde mich wahnsinnig machen. Und ich würde mit meiner Forschung einfach nicht vorankommen. Also habe ich mir überlegt, dass ich dort ein Platzhalterseil deponiere an dieser optimalen Astgabel. Dazu habe ich mir einfach im Baumarkt in Costa Rica billige Schnüre gekauft, so dünnere Schnüre, billige Schnüre, und die habe ich dort belassen. Das heißt, nachdem ich mein Seil runtergezogen habe, habe ich am anderen Ende des Seils quasi diese dünne Schnur gezogen und sie dann hängen lassen, so dass ich nächsten Monat, wenn der Baum wieder dran ist, einfach nur hingehen musste, da dran die gelbe Schnur knüpfen musste an diese dünne Schnur, hochziehen, dann an dieser gelben Schnur das Kletterseil, und dann konnte es losgehen eigentlich im Prinzip. Das heißt, das war eine Sache von 10 bis 15 Minuten. Total praktisch. Und dann später habe ich das noch optimiert. Statt dieser dünnen Schnur, dieser Platzhalterschnur, habe ich mir etwas dickere Schnüre im Baumarkt gekauft, die quasi stark genug waren, um das Kletterseil zu tragen, sodass ich im Prinzip hingehen konnte und direkt an dieser Schnur, die an dem Baum war, das Kletterseil hochziehen konnte. Das war echt eine Zeit- und Müheersparnis, das ist der helle Wahnsinn. Blöderweise muss man dazu sagen, wenn man irgendetwas im Dschungel belässt, dann wird das früher oder später von irgendjemandem gefressen oder angeknabbert, und ab und zu wurden diese Seile, die da über den Ästen, über den Bäumen oder in den Bäumen hingen bis zum Boden, auch von irgendeinem Tier angeknabbert. Das heißt, sie lagen dann lose auf dem Boden rum und ich konnte das ganze Zeug wieder von vorne machen, aber das ist zum Glück nur ein paar Mal passiert. Also, jetzt habt ihr einen ganz kleinen Einblick bekommen, mit welchen Herausforderungen sich Biologen, Naturfotografen oder Naturfilmer konfrontiert sehen, und bis zum nächsten Dschungel-Story. Ach übrigens, abonniert den Kanal, es kommt noch mehr.